Also im Buchstabenmeister habe ich natürlich ein bisschen erzählt, wie es einem Kind geht, das so Schwierigkeiten hat. Für uns, die wir lesen und schreiben können, fehlt uns oft noch die Brücke dazu, wie fühlt sich dieses Kind. Wir sehen es dann schon, wenn es krank wird, wenn es schwänzen will oder wenn es die Hefte verschwinden lässt und so weiter. Das sind alles so Merkmale dafür, dass sich dieses Kind sehr schlecht fühlt. So, das habe ich da beschrieben. Es ist nur eine Form, ja, nur eine, aber ein Kind zeigt es uns, wenn es ihm schlecht geht. Heute, liebe Kinder, machen wir einen kleinen Schreibtest, hörte Tim die Lehrerin sagen. Oh weh, das hat mir gerade noch gefehlt, dachte Tim. Er bekam sofort Bauchweh. Darauf war er gar nicht vorbereitet, hatte nicht geübt. Von vornherein war ihm klar, dass er eine schlechte Note bekommen würde. Also ich weiß ja nicht, wie das in Zukunft ist mit Noten, aber eines der schlechtesten Dinge überhaupt in der Schule, Benotung. Das nennt man nämlich Urteil. Ich weiß, dass man den Kindern vermitteln will damit, oder vielleicht auch schönreden will damit, dass es nur Richtschnur ist. So, das Messen, aber das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Weil hast du eine 5, bleibst du einfach sitzen, das ist ein Verbrechen am Kind. Genauso eben auch diese Benotung. Es ist eine Beschneidung, weil man wird ja im Mengenschnitt benotet, nicht nach seinen individuellen eigenen Fähigkeiten. Also wann immer dieses Video gesehen wird, jetzt im 2024 haben wir noch Noten und ich bin mit Benotung aufgewachsen. Und im Übrigen bin ich auch sogar freiwillig noch einmal ein Jahr in eine Wiederholungsklasse gegangen, habe meine ganze Klasse und meine ganzen Freunde verloren, nur um aufs Gymnasium zu kommen, zum Beispiel, weil das anscheinend so wichtig war. Gut, weiter. Und genauso kam es dann auch, als sie den Test zurückbekamen, stand ein dickes, fettes Nicht-Genügend drunter. So, und jetzt sage ich, wie es dem Kind hier drin in meinem Buch geht.